eine Aaron Bottle satt? Ja, absolut clean. Sattes Pfund. Was geht eigentlich ab? Wir sind wieder back. Richtig, und zwar heute mit dem Aaron 17. Den gibt es ja schon ein bisschen länger auf dem Markt. Deswegen haben wir uns gedacht, müssen wir uns auch mal genau anschauen. Ja, sieht gut aus. Wir befinden uns heute bei der Lochranza Distillery, also dem eigentlichen Aaron. Wir haben hier den Aaron 17 auf dem Tisch. Aaron 17, der Duft hier im Raum, Alter, der erinnert schon an gute alte Zeiten. Absolut. An den 18er zurück. Ohne Witz. Also was man online so gehört hat von Aaron 17, gerade als er rauskam, hatte ich eher negativ in Erinnerung. Ich hatte ihn aber jetzt noch nie. Aber der Duft hier sagt schon was anderes, Mann. Absolut. Zur Abfüllung selbst, limitiert auf 12.000 Flaschen. Hälfte Bourbonfässer, Hälfte Sherryfässer. Die Sherry aufgeteilt in First Fill und Second Fill. Trotzdem wirkt das sehr dunkel, muss ich sagen. Und das, obwohl natürlich keine Farbe hinzugefügt wurde. Wobei wahrscheinlich auch die Bottle und auch die Verpackung in diesem Dunkelblau ja schon das Ganze nochmal ein bisschen dunkler werden lassen. Er ist sehr dunkel. Kommt aber in der Gesamterscheinung dann halt auch schon sehr düster rüber. Er ist nicht ganz so dunkel wie sein bisschen älterer Bruder von vor 2 Jahren, der 18er. Der war nochmal auf jeden Fall ein Tick dunkler. Der war überkrass. Mal gucken, wie der so an den rankommt. Aber wir gehen auf jeden Fall unvoreingenommen rein. Wir haben hier 46 Volumenprozente am Start und natürlich keine Farbe und auch keine Kühlfiltration. So wie es gehört und so wie es Aaron immer macht. Richtig. Zur Brennerei an sich. Kapazität 1,2 Millionen Liter. Brennen aber nicht ganz so viel. Genau, 850.000 Liter war es letztes Jahr. Fermentationszeit, 2 unterschiedliche, einmal 50 Stunden, einmal knapp 100 Stunden. Genau, das Ganze wird natürlich vermehlt. Unterschiedliche Stile werden natürlich auch probiert. Aber hier haben wir einfach so diesen ganz normalen Aaron-Charakter, den man es kennt, vermischt von beiden Seiten. Und wie es Kai schon gesagt hat, die Lochranza-Distille, früher hieß sie ja noch Aaron, aber mittlerweile gibt es ja noch die Leck, auch auf der Insel von Aaron, die den rauchigen Whisky produziert. Das hat mittlerweile so einen mentalen Einfluss schon. Diese neuen Flaschenformen machen viel mehr Bock auf Aaron als die alten Flaschenformen. Ja, definitiv. Weil die alten Abfüllungen waren halt auch ganz oft nicht so der Shit, Mann. Mhm. Und mittlerweile liefern die ja fast immer krass ab. Ja, das kommt. Absolut. Den Preis können wir noch erwähnen. Ja, also war mal zur Anfangszeit schon so um die 140, 150 Euro. Mittlerweile findet man öfters mal für 120, 130. Ja. Was, ich sag mal, 120, auch wenn ich jetzt mal probiert habe, schon eher ahnbarer ist für einen 17-Jährigen. Da sind die 150 doch sehr hoch gegriffen. Ich finde, 120 ist ein Preis, mit dem kann man gut starten. Ich finde es geil, wenn man überlegt, unseren Kanal gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen. Ja. Und am Anfang, den Longhorn 16, den wir hatten, den fanden wir unfassbar. Und wir haben ja auch gesagt, er hat diesen hohen Preis, den er hat, zwar berechtigt, den musste er sich aber erarbeiten, weil der Whisky geil war. Mhm. Und es waren auch so 110, 120 für Longhorn 16. Da war sogar teilweise 139. Ja, krass. Ja. Und hier bist du halt bei 17, bei 120 schon, aber im Sale. Und du sagst jetzt vornherein schon, ist ein fairer Preis. Du merkst, wie sich jetzt über die Zeit, die letzten paar Jahre, das immer noch weiterentwickelt. Wobei Aaron auch immer ein Tick teurer ist als andere, muss man auch dazu sagen. Ja. Aktuell, also gerade die höherpreisigen Facts. Der 18er von vor 2 Jahren war noch eine Ausnahme. Der war 89 Euro UVP, unschlagbarer Preis für das, was der abgeliefert hat. Ja, danach sind sie auch im Preis sehr hoch. Ja. Schauen wir mal, der 18er soll ja dieses Jahr sein neues Revival oder einen neuen Batch erhalten, wo wir da preisig liegen. Bin ich schon ganz schön gespannt, weil den 21er konnte man vor gut anderthalb Jahren auch noch für 150 kaufen. Den 21er haben sie Gott sei Dank abgesetzt. Ja, der wäre aber auch keine 150 wert gewesen. Ja. Ihr schaut euch jetzt mal in Ruhe noch den Whisky-Porn an und danach lasst ihr sofort mal einen Daumen nach oben da. Ja, davor, sonst vergessen sie es, weil der Shepard davor ist und danach sofort kommentieren. Also die Kommentare lesen wir uns später durch den Nosen jetzt. Ja, sehr gerne, Mann. Oh ja, sowas von mir. Lass ihn rein, Mann. Tschüss. Geschmolzene Honigbonbons, Mann. Ja, Mann. Honigkaramell. Ja, Eichenzucker. Mhm. Wir hatten kurz am Anfang mal gesagt, dass das, was im Raum liegt, so ein bisschen an 18 erinnert. Mhm. Aber es, den dunklen, aber es tut es jetzt in der Nase nicht. Nee. Genau, also nicht den dunklen, aber ich fand auch wiederum den hellen 18er ja auch überragend. Und es ist ein bisschen so eine Mischung. Genau, eher mit dem neueren Batch von dem 18er. Sind Fakten, ja, doch. Das ist schon jetzt schon so krass einfach. Ja, diese unfassbar hellen, so Honig-Karamellnoten, die er eigentlich schon mitbringt.
es kommt schon immer mal wieder so ein bisschen einen leichten Stich von was Dunklem mit, aber eher so eine dunkle Fruchtigkeit. Ja, ja, und der originale Almdudler wieder mit ein bisschen Ricola. Genau. Ah, genau. Ja. Also ich würde gerade auch sagen, so eine leichte Kräutrigkeit und Orange habe ich aber auch mit am Start. Ja, da halt auch, also gerade wieder Haribo, verschiedene Sorten, aber so ein bisschen Pfirsichteile da. Getrocknete Pfirsiche und Haribo-Pfirsiche. Ja. Also wer aus Süßigkeiten steht, wie wir es ja wahrscheinlich alle tun. Ja. Deswegen fahren wir auch auf Aaron ab. Manchmal sticht nicht in der Nase, aber es hat einen Druck. Mhm. So als ob es dir in die Nase schäumt von der Kohlensäure. Vom Almdudler, Alter. Ja, aber Almdudler, diese leichte, sehr sanfte, süße Kräutrigkeit, die passt halt unfassbar gut. Ja, genau. Ja. Leichte Getreidenote auch, finde ich noch. Ich finde eher, dass diese Eichenzuckrigkeit krass gut ist. Also wirkt, ich habe auch überlegt, wirkt der älter als 17 oder wirken viele andere mit gleichem Alter halt eher jünger? Ja. Und er trifft jetzt halt. Aber ich finde die Eichenzuckrigkeit jetzt, also ich persönlich finde sie jetzt nicht so intensiv. Ich finde dieses voluminöse, fette, was er hat, macht ihn ein bisschen älter. Wobei ich mich auch die gleiche Frage stelle wie Marci und ich bin eher an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube, der ist 17 und bringt für 17 die Dinge auch extrem gut rüber. Ja. Aber auch viel mehr bringt er jetzt noch nicht. Der ist schon ein bisschen eintönig noch. Auch überlegt, es gibt jetzt eigentlich keine Scheißnote irgendwie. Ja. Aber ja, so ein bisschen, es waren schon einige Noten, die wir auch genannt hatten, aber es fehlt dann doch noch ein bisschen was, genau, richtig, so eine Komplexität zu geben. Aber das war so, hatte ich halt genau, richtig geil. Ja, und vor allem finde ich ein bisschen, dass ihm dann hinten raus die Tiefe fehlt. Also die Noten sind alle da, die kündigen sich auch alle an, aber du hast, und das ist vielleicht das, was du meinst, nach hinten raus nicht so viel mehr zu entdecken. Genau. Aber das ist ja zum Glück wirklich auf ganz hohem Niveau, das Meckern. Ja, definitiv. Jetzt rein von der Nase muss er sich jetzt nicht wirklich verändern für mich. Nee, für mich nicht. Gefällt mir halt überragend. Ich bin jetzt auf jeden Fall bereit zu sippen. Das können wir auch sehr gerne machen. Ja. Sehr, sehr gerne. Slaunche. Slaunche. Meine ersten Gedanken waren, er wirkt auch im Mund sehr hell dafür, dass er eigentlich dunkel aussieht. Mhm. Aber der Abgang macht das dann zunichte, richtig, weil er da so eine krasse Röstaromik hat. Du musst da direkt an so einen Oat Bar denken, Alter. So einen Block mit ein bisschen Schokolade drüber. Genau, richtig. Aber nicht staubig, sondern so diese Schokolade bringt eine schöne Saftigkeit mit und auch geschmolzenes Karamell. Ich wollte gerade sagen, weil dieser Riegel, den du da meinst, den kann ich voll nachvollziehen, der hat aber schon auch massiv Honig mit drin. Genau. Der man vielleicht dann noch so ein bisschen zusammenklebt. Ja. Aber der ist schon auch im Geschmack, finde ich ihn krass gut süß. Ja, mega. Also so ein Cornflakes, Honig, Kirschen, Himbeer, Schokoladen. Almdudler. Ja, als Riegel. Den Almdudler im Mund hast du den auch volle Kanne wieder. Ja. So auch geil. Dieses leicht sprudelnde so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ja, die Schärfe macht das so genau. Ein bisschen. Aber wobei, keine Schärfe, genau. Genau, weil der Alkohol ist, finde ich, fast ein bisschen sanft sogar. Ich finde ihn aber sehr gut eingebaut. Ich finde ihn mega geil, aber eigentlich genau richtig so mit Alkohol. Ja. Gefühlt könnte ich die Flasche leer machen. Mhm. Weil ich habe so Bock auf den, der macht es einem einfach. Mhm. Ja. Der macht Bock. Der ist unfassbar gefährlich, dass du den nicht wegeckst. Mal kurz in zwei Tagen. Also es kommt auch im Geschmack viel mehr Sherry-Noten durch als in der Nase. Ja. In der Nase wirkt er immer noch relativ hell. Aber im Geschmack hast du dunkle Früchte, Schokolade und so eine Röstigkeit halt einfach im Abgang. Ich finde, den Abgang macht den Mund, finde ich, dann schon immer noch eher heller. Ich finde, dass diese dunkleren Noten, die kommen so im Moment des Schluckens und im Abgang, da ballert dir die Röstigkeit erstmal entgegen. Ja, dann kommt so eine kräutrige Bitterkeit ein bisschen mit und da auch dunkle Früchte. Der Abgang, ich finde den Abgang fast am besten, wenn ich mir so gedacht habe. Ich finde auch helle Früchte, also da schon wieder Pfirsich im Abgang jetzt, finde ich. Aber nicht so die typische, nicht die ganz typische Aaron-Pfirsich. Genau, nicht so wie beim 18er, aktuelles Batch, sondern halt wenig im Hintergrund auf jeden Fall. Eher so ein Pfirsichkern, der brennt oder sowas. Ja, der genau, brennt. So einen gerösteten Pfirsichkern. Ja, sowas könnte sein, gerade wegen der Bitterkeit auch ein bisschen. Wegen mir muss man nichts verändern. Ja, Mann. Das Scheißteil kann genau so bleiben. Aber birgt einige Farben mit sich, dass er nicht so unfassbar komplex ist. Den positiven Punkt, den er hat, ist, dass die Richtung, diese eintönige Richtung, die er fährt, ich glaube, uns allen vier mega zusagt. Ja. Und für mich ist die Eintönigkeit
insofern nicht, würde ich anders sagen, weil ich finde ihn gar nicht so eintönig. Ich fand ihn heller und er wird eigentlich mit jedem Moment, also Nase hell, dann wird er ein bisschen dunkler und dann wird er immer dunkler. Was du meinst, ist glaube ich so diese, alles was er hat, ist halt so. Also ist halt da. So die Nase hat sich bislang noch nicht verändert, genau, der Mund genau. hat sich nicht verändert und der Abgang hat sich auch noch nicht verändert. Richtig. Jeder ist alles genau so, wie es halt ist. Er macht es sehr leicht, er ist nicht wahnsinnig komplex, aber er ist richtig schön einfach. Ja. Der macht genau das, was er soll. Schön, einfach, aber jetzt küss ihm gute Nacht. Wie drückt er es in Punkten aus? Alter. Du hast natürlich wieder Preisnippel einbezogen. Einfach 17 Jahre, so ein bisschen Core-Range ähnlich im Vergleich mit anderen Bonds. Genau, und ich gehe da einfach persönlich nach meinem eigenen Geschmack. Und ich weiß, es ist gut, dass der nicht bei mir steht, weil ich glaube, ich würde den ganz, ganz oft trinken. Und ich lege mich erstmal auf 88 fest. Hab zwischen 87 und 88 geschwankt. Und ich mache es ganz schnell hinterher, weil ich bin auch bei 88. Ich war sogar kurz am Überlegen, auf die 89 zu gehen. Da fehlt er mir dann doch ein bisschen an Komplexität. Aber deswegen 88. Bevor Duck übernimmt, werde ich nämlich genau die 89 direkt schon einloggen. War bei mir dann relativ schnell, es war schon klar. Zum Glück steht er nicht bei mir zu Hause. Genau, überlegen, hole ich mir den? Ja, weil ich habe zu viel Zeug geholt in letzter Zeit. Ja, fuck. Aber sonst schnell ist einer, den würde ich sofort holen. Ja, aber der macht richtig Bock, der schmeckt einfach richtig gut. Absolut. Ich schließe mich vollmaßig an. Ich bin auch auf jeden Fall bei 89. Habe die ganze Zeit zwischen 88 und 89 rum überlegt, aber 89 hat auf jeden Fall verdient. Also so muss Whisky für mich schmecken, Alter. Ohne Scheiß. Also so einer, ein 17-Jähriger, sowas in der Art, dann noch als 12-Jährigen. Dann noch zwei Bourbon-Abfüllungen, geile, braucht nichts anderes mehr, mein ganzes Leben scheiße. Wer so ein bisschen gesünder unterwegs sein will und mal kein Einbudler sippen will, sondern eher Einbudler Zero, der köpft sich einfach einen Aaron 17. Vielleicht auch länger. Ja, ja. Kann ich mal einen halben Liter trinken am Abend. Ich glaube, der wird auch noch kurz in die Flaschenteilung auf jeden Fall, aber nicht lang. Vielleicht können wir das noch abschließend sagen. Ja, cool. Ja. Also, der kommt vielleicht noch kurz in die Flaschenteilung, aber vielleicht auch nicht lang. Und in diesem Sinne, Wiederschauen, reingehauen, Gartenzaun, Hausenzaun.